Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lego City Undercover. Heute wollen wir den Flughafen auseinandernehmen und auch hier sämtliche Tokens und goldene Steine und andere Dinge ergaunern, finden, einsammeln und damit den Flughafen quasi zu 100% abschließen. Und Leute, so langsam aber sicher geht das Projekt dem Ende entgegen. Denn mit dieser Folge sind es tatsächlich bloß noch 10 Folgen, die hier erscheinen, bis wir hier Lego City Undercover zu 100% abgeschlossen haben, bis das Projekt komplett abgeschlossen ist. Und damit dann, wie schon oft erwähnt, das letzte Singleplayer-Videoprojekt dann auch hier auf dem Kanal abgeschlossen ist. Also zumindest, ja, man sollte niemals nie sagen, ja, aber definitiv vorerst das letzte Singleplayer-Videoprojekt abgeschlossen ist. Ich habe einfach so viel Spaß an den Multiplayer-Projekten mit anderen Leuten, das aufzunehmen, das zusammenzuschneiden. Das ist einfach nur mega, mega geil. Gestern erst wieder eine super nice Aufnahmesession mit Jack, Phil und Joni gehabt. Und war ein mega lustiger Abend und ich freue mich auch schon drauf, das Ganze zu schneiden. Also, wie gesagt, also meistens freue ich mich nicht so sehr aufs Schneiden, zumindest wenn ich Singleplayer-Projekte aufnehme. Aber bei diesen Multiplayer-Projekten, ja, ich meine, du bist da hart am Lachen schon allein beim Aufnehmen. Ja, also man flamet sich so gegenseitig so ein bisschen und da freut man sich dann drauf, das Ganze sich dann nochmal in aller Gediegenheit anzuschauen. Und dann vielleicht was Lustiges draus zu schneiden. Und deswegen werden die Multiplayer-Projekte definitiv auch nach wie vor bleiben. Genauso wie die angespielt. Aber hatten wir ja schon groß und breit in einer der letzten Folgen drüber geredet. Wer es nicht mitbekommen hat, einfach mal abchecken. Ich versuche so die letzten, also seit den letzten Lego City Undercover-Folgen so ein bisschen nebenher einfach was zu erzählen und weniger zu erklären. Ja, hier sammeln wir dies ein, hier sammeln wir das ein. Weil das seht ihr ja eh, was wir einsammeln, da brauche ich das nicht erklären, sondern da redet man so ein bisschen nebenher noch über andere Dinge. Ansonsten, ja, ich weiß gar nicht, ob ich damals drüber geredet hatte, ob dieser Platz hier, dieser Videoplatz, ist ja aktuell jede Woche Dienstag eine Folge Lego City Undercover. Ich bin mir aktuell unsicher, ob dieser Platz komplett wegfällt oder ob ich den einfach mit noch mehr Multiplayer-Projekten fülle. Die Multiplayer-Projekte sind natürlich rein vom Schnittaufwand jetzt auch nicht so gering. Ja, meine gucke ich mir auch nochmal alles an und wenn ich halt jetzt zum Beispiel mit Jack und Phil aufnehme, dann schneide ich ja teilweise auch mal Jacks Ansicht rein mit Jacks Facecam oder Phils Ansicht rein mit Phils Facecam. Grüße im Übrigen raus an meine beiden Aufnahmepartner. Und ja, das heißt, du musst mehr oder weniger halt dann dir teilweise dreimal das Video anschauen. Ja, musst ja alle drei Ansichten anschauen, musst schauen, okay, was zeige ich denn jetzt von wem? Wo macht es gerade Sinn, rüber zu cutten? Bei wem sieht man gerade was Spannendes? Man lernt das dann auch so ein bisschen rauszufinden, ohne dass man reinschaut in die Videos, beziehungsweise man hat es ja im Kopf ungefähr noch, was ist gerade wo passiert. Ja, und dann kann man das anhand der eigenen, dann schaue ich mir manchmal auch einfach nur meine eigene Ansicht rein an. Ja, und sehe ja, wann wer gesprochen hat. Und dann kann ich dort einfach dann fix mal rüber switchen, rüberschneiden, ja. Das dann auch mal eine andere Ansicht zu sehen. Das finde ich ist auch eine, das bringt so ein bisschen Abwechslung, so ein bisschen Frische in die Aufnahmen, beziehungsweise in die Videos rein. Wenn dann immer mal der Sprung zu einer anderen Ansicht ist oder wenn es halt gerade zum Beispiel bei mir nicht so spannend ist. Ja, dass man dann einfach mal auf einen anderen rüber switcht, der eben gerade irgendwas Spannendes entdeckt hat oder bei dem es einfach gerade interessanter ist zuzuschauen. War am Anfang tatsächlich relativ mühselig, das alles rauszufinden. Jack hat mir da noch so den einen oder anderen Tipp gegeben, wie man das schneller machen kann, wie man das einfacher machen kann. Und ja, dann so entwickelt man sich halt dann auch weiter, was das Schneiden angeht. An der Stelle fällt mir ein, ich muss Jack eigentlich immer noch mal was wegen der Thumbnails zeigen. Das haben wir bis heute nicht geschafft.
Ich hoffe, dass ich das mal noch, noch irgendwie hinbekomme, weil ansonsten habe ich für den Rest meines Lebens ein schlechtes Gewissen. Ja, hoffe ich, dass wir das wirklich mal noch irgendwie fix gedeichselt bekommen. Aktuell ist es halt relativ schwierig, weil ich gar nicht mehr so viel Zeit habe. Ich habe aktuell zu tun. Ich habe ja zum Glück Human Fall Flat schon komplett fertig geschnitten. Das heißt, ich schneide pro Woche aktuell in Anführungsstrichen nur noch 3 Videos. Hatten wir gerade einen Sprung im Video drin? Ich glaube fast. Also zumindest im Gameplay-Video. Also ich schneide ja aktuell pro Woche nur 3 Videos, weil ich nahezu jedes Wochenende unterwegs bin. Teilweise halt schon Donnerstag oder Freitag losmache und dann habe ich halt bloß Montag, Dienstag, Mittwoch, um meine Videos fertig zu bekommen. Ja. Und bei 3 Videos pro Woche ist das ein Video pro Tag, was ich quasi schneiden muss. Dazu will ich ja dann auch noch ein bisschen Freizeit haben. Dazu muss ich ja auch noch die Thumbnails vorbereiten, unter anderem auch für die Streams. Heidewitzka, das wäre fast schief gegangen. Ja, lecko mio, daran konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Alter Schwede. Nee, also, ja, wisst ihr Bescheid. Also, ist gar nicht so einfach dann hier alles. Ja, und deswegen habe ich aktuell halt auch so ein bisschen zu tun, sogar diese 3 Videos schon fertig zu bekommen. Oder bin ich eigentlich behindert? Wie ich halt nicht merke, dass ich hier reinfahren muss in dieses Scheißhaus. Wow, Alter, bin ich schlecht? Wow, Alter, das war ja mal richtig lost. Geil. Ja, also wie gesagt, aktuell so ein bisschen zeitlich zu kämpfen, ganze Videos fertig zu bekommen. Aber, Alter, hier hat es auch wieder so ein bisschen... Alter Schwede, das Video springt so ein bisschen. Ist mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ich weiß gar nicht, warum das Video hier springt. Aber egal. Ich hoffe, dass sonst alles passt. Ja, von daher, ich glaube, es gibt jetzt Schlimmeres, als dass hier hin und wieder mal ganz kurz der Frame weg ist. Vielleicht ist es auch gerade bloß beim Schneiden, weil ich lasse das Video ja über Premiere laufen. Vielleicht hat Premiere gerade einfach nur so ein paar Problemchen, kann natürlich auch sein. Na, ich kann halt jetzt schlecht zurückspulen und mir das nochmal anschauen, weil ich mache gerade die Aufnahme zum Nachkommentieren. Wenn ich da jetzt zurückspule, dann stimmt hier gar nichts mehr. Dann stimmt hier wirklich gar nichts mehr. Deswegen tatsächlich auch... ich habe in letzter Zeit mein Handy immer auch an, falls mich jemand anrufen will. Ja, ich meine, wenn du dich irgendwo beworben hast, dann wartest du ja auch auf ein Feedback und vielleicht rufen die dich ja an und geben dir ein Feedback, als dass sie dir eine Mail schreiben. Deswegen habe ich mein Telefon halt auch Ton an. Wäre eine mittlere Katastrophe, wenn die mich genau jetzt anrufen, hier während der Aufnahme, weil wie gesagt, ich könnte zwar jetzt hier alles anhalten, aber das stimmt dann einfach vom zeitlichen vorne und hinten nicht mehr. Das ist das ganze Problem. Das ist halt, also das, boah, ich weiß nicht, ob ich dann trotzdem anhalten würde und das dann trotzdem irgendwie zusammenschneiden, zusammendeichseln würde. Oder ob ich letzten Endes das nochmal von vorne aufnehme. Es kommt wahrscheinlich auch so ein Stück weit drauf an, wie weit ich fortgeschritten bin in der Videoaufnahme. Ich meine, jetzt mit 8 Minuten, ja, ich habe euch halt auch schon so ein bisschen was erzählt. Und das würde mir wahrscheinlich so jetzt nicht nochmal direkt so aus den Fingern gesaugt einfallen. Aber es ist ja schon, dadurch, dass ich mir halt keine Notizen mache, sondern einfach erzähle und erzähle, was mir gerade in den Kopf kommt, ist es halt schon so ein bisschen einzigartig. Das kriege ich so, wie gesagt, kein zweites Mal hin. Nicht mehr ansatzweise. Das ist ja auch mega lustig gewesen im Übrigen. Der ist mit seinem Auto hier in diesen Pool gefahren und ich habe gedacht, okay, wie fange ich den jetzt? Weil der ist ja in dem Pool. Aber, da der in dem Pool ist, zählt das scheinbar als gefangen. Zählt das scheinbar als gefangen. Und deswegen haben wir die Mission abgeschlossen. Aber das war so ein bisschen buggy. Also da hätte auch gut und gerne passieren können, dass er jetzt in dem Pool ist und ich... Und der kam ja nicht mehr raus aus dem Pool. Der kam ja einfach nicht mehr raus. Und ich hatte eigentlich schon damit gerechnet, na super, jetzt ist er in dem Pool. Ich kann dem quasi im Pool nicht verhaften. Stellt euch mal vor, ich lege dem Handschellen in den Pool an. Dann geht er ja unter und verreckt. Ja gut, wäre die gerechte Strafe eigentlich letzten Endes. Aber ja gut, egal. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Ich hatte mich schon damit abgefunden, dass ich es normal machen muss. Aber hat ja dann letzten Endes doch alles geklappt. Also wie ihr seht, ja, wir müssen hier ein paar Telefon-Dingenskirchen einfärben. Wir mussten ein paar Mülleimer einfärben. Hier wieder viele, viele versteckte Dinge auf dem Flughafen. Auch wir mussten dann auch hier im Flughafenbereich sehr, sehr viel übers Dach laufen.
Habe ich jetzt nicht immer reingeschnitten, zumal man am Ende, wenn ich dann den Parcours mache, also wenn ihr wissen wollt, wie ich hier auf das eine oder andere Dach gekommen bin, einfach am Ende den Parcours dann anschauen, da sieht man eigentlich relativ gut, wo man, hallo, Sir. Haben Sie wie man überall hinkommt. Hallo, mein Name ist... Hey, das ist Gabe! Lange nicht gesehen, Mann! Wie war denn dein Urlaub? Du kennst doch den Spruch, Abwechslung tut Wunder, oder? Der stimmt. Aber sowas von! Ein Jahr im Gefängnis von Brick County und man fühlt sich fast wie neu. Ganz was anderes als das Gefängnis auf der Albatross-Insel. Freut mich, Mann. Und hast du in deinem Sack da ein paar Geschenke für uns? Keine Ahnung. Den habe ich direkt vom Gepäckband geklaut. Nicht schlecht. Oh, da kommt mir doch auch gleich eine Idee. Wie wär's, wenn wir beim Flughafen die Frachtschuppen leer räumen? Puh, gleich wieder an die Arbeit, wie? Vielleicht könnte ich. Jo. Ja, ihr habt gerade gesehen, ich habe hier so ein Stück weit gecuttet gerade, weil ich zu doof war, beim ersten Mal dort hinzurennen. Deswegen musste ich hier einen kleinen Cut machen, weil das will keiner sehen, wie ich hier vorlaufe und dann einfach die Zeit abgelaufen ist. Das war jetzt auch nichts Spannendes, was ihr hier verpasst habt, ja. Sondern ich habe mich halt einfach dumm angestellt, habe mich mal wieder verirrt auch. Hab schon wieder den Zaun hier vergessen gehabt und ja, so kam dann halt das eine zum anderen und hat dann deswegen halt eben nicht geklappt. Aber ich war gerade eigentlich, irgendwas hatte ich gerade erzählt. Ich hab's aber tatsächlich schon wieder vergessen, was ich gerade am Erzählen war. Das ist nicht fair. Ja, ihr braucht es mir auch nicht in den Kommis schreiben, weil ich kann es ja jetzt eh nicht mehr ändern. Wenn es irgendwas Interessantes war, schreibt es aber trotzdem in die Kommis, dann kann ich es vielleicht in einer der späteren Folgen nochmal mit aufnehmen und ansprechen. Aber aktuell fällt es mir ja tatsächlich nicht mehr ein. So, wie viele goldene Steine habe ich eigentlich mittlerweile jetzt hier? Wie gesagt, also nur noch 10 Folgen. Oh, tatsächlich hatten wir die 300 schon geknackt bei der letzten Mission. Die 300 war schon geknackt bei der letzten Mission. Das ist natürlich auch sehr, sehr löblich. Im Übrigen nochmal die Erinnerung. Als ich das zusammengeschnitten hatte, habe ich nämlich gemerkt, am Ende dieser Folge, am Ende dieses Parts, ich hatte ja, glaube ich, am Anfang mal kurz in das Startmenü gewählt und habt ihr gesehen, wie viel Prozent ich hatte und das dürfte gar nicht so viel gewesen sein, weil ich hatte es ja, wie gesagt, schon mal angesprochen, dass man nicht nur die Charaktere und Fahrzeuge freischalten muss, sondern man muss die sich dann auch noch kaufen quasi in der Umkleidekabine beziehungsweise an den Rufsäulen, weil ansonsten zählen die prozentual noch nicht mit dazu zu dem Spielabschluss, ja, deswegen bin ich, glaube ich, aktuell noch hier so bei den knapp 60% gewesen. Und Ende der Folge, wie gesagt, hatte ich mir dann tatsächlich einmal alle Charaktere, die ich bislang dann so freigeschalten hatte und alle Fahrzeuge, die ich bislang freigeschalten hatte, dann auch mal gekauft. Ich meine, mit... Das sind 11 Milliarden. 11 Milliarden Stats habe ich aktuell, ja? Musst du dir mal auf der Zunge zergehen. Also ich habe aktuell 11 Milliarden Stats. Die sind natürlich mehr als genug, um sich dann die ganzen Charaktere und Fahrzeuge zu kaufen, ja? Also easy going geht das. Und ja, habe ich quasi dann Ende der Folge gemacht. Und dann war ich, glaube ich, von den 60% direkt hoch auf irgendwas in die knapp 80%, glaube ich, zu wissen. Vielleicht sieht man es am Ende der Folge auch nochmal, wie viel Prozent ich vorher hatte. Ich habe jetzt sicher mal reingeschnitten, wie viel Prozent es dann danach waren. Ich meine, ich glaube, das interessiert dann auch keinen, wie viel Prozent ich aktuell habe. Es interessiert am Ende nur, dass ich die 100% habe. Es interessiert am Ende nur, wie man an die 100% rankommt. An der Stelle auch nochmal die Info, wenn ihr irgendwelche Dinge in den einzelnen Stadtteilen vermisst, ja, dass ich irgendwas nicht eingesammelt habe oder so, dann liegt das daran, dass ich das einfach im Rahmen dieses gesamten Let's Play-Projektes gemacht habe und im Rahmen der Spezialmission vielleicht schon mal in dem ein oder anderen Gebiet war und dadurch dort halt schon mal auch so ein bisschen was eingesackt hatte, was ich halt jetzt dann nicht nochmal einsacken kann, weil wenn du es einmal eingesackt hast, ist es halt nicht mehr da.
Ja, du hast die Mission abgeschlossen. Damit ist die Mission halt verschwunden. Und ich wollte jetzt nicht nochmal irgendwie komplett alles machen, beziehungsweise nochmal die Spezialmissionen extra abschließen und dann, ohne dass ich irgendwas in den Stadtteilen einsammle und dann nachträglich wirklich jeweils die 100% in den einzelnen Stadtteilen machen. Hatte ich keinen Bock drauf. Ich hatte auch keinen Bock drauf, die einzelnen Szenen rauszusuchen, weil das hätte ewig gedauert. Und deswegen habe ich jetzt einfach nur den Rest rausgesucht. Aber ich denke, dass das trotzdem den meisten von euch weiterhelfen wird, die hier irgendwas suchen. Ja. Ja, der Charakter Token, der ist im Übrigen relativ weit weg. Ich glaube, den hatte ich aber genau. Den hatte ich instant eingesammelt. Welchen ich nicht instant eingesammelt hatte, war dann der, den du bekommst für die Telefonsäulen. Ja, die mussten wir ja auch anfärben. Da hatte ich dann erstmal noch was anderes gemacht und den dann später eingesammelt. Ja, jetzt sind wir im Übrigen gerade auf dem Dach, was ich vorhin angesprochen hatte. Wie gesagt, also wie man hier hochkommt und alles, das seht ihr dann alles noch in diesem Parcourslauf am Ende. Ich meine, ich brauche das ja nicht zwingend hier in die Länge zu ziehen und unnötig super viel reinzuschneiden, sondern das Wichtigste ist drin und das ist für mich die Hauptsache. Boah, ich trinke noch einen Schluck, Leute. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich fiebere tatsächlich so ein bisschen dem Projektende entgegen. Jetzt, also ganz ehrlich, ich fiebere wirklich sehr diesem Projektende entgegen. Zumal ich es ja rein von der Spielaufnahme schon längst abgeschlossen habe. Das ist jetzt mittlerweile bestimmt 2 Monate her, mindestens, dass ich dieses Spiel abgeschlossen habe. Und ich bin aber halt immer noch damit beschäftigt. Klar, ich könnte jetzt auch mehr als eine Folge pro Woche fertigstellen, mehr als eine Folge pro Woche nachkommentieren. Aber fehlt einfach auch aktuell die Zeit dazu und ich sehe auch gar nicht den Grund dafür. Ja, liebe, ich teile mir da an der Stelle tatsächlich die Arbeit lieber so ein bisschen ein, als dass ich da alles auf einmal mache. Das, oh nee, habe ich keinen Bock drauf. Alles auf einmal ist mir zu anstrengend. Teile ich mir lieber so ein bisschen ein, aber so langsam, aber sicher. Ja, es zieht sich für mich so ein bisschen wie ein Kaugummi jetzt hier, das alles aber nachzukommentieren, weil, wie gesagt, ich kenne halt alles, was ich gemacht habe. Ah, und es ist jetzt auch nicht viel in den Videos drin, wo ich sage, das ist ja mega lustig, Alter. Vor allem halt dadurch auch, weil wir halt gerade sehr, sehr viele Dinge einfach nur einsammeln und die 100% vervollständigen. Ist das halt jetzt gerade mehr eher so ein Guide als ein unterhaltsames Let's Play Projekt. Liegt auch so ein bisschen auch mit daran, dass ich das halt gerade alles nur nachkommentiere und keine Live-Emotionen mit drin sind. Ja. Das ist wie, wenn ich jetzt ein Fußballspiel von 1990 kommentieren würde, wo ich genau weiß, was passiert. Das guckt sich, also das begeistert jetzt niemanden. Ich glaube, hier in die Videos schaut man eigentlich jetzt auch nur rein, wenn man entweder mein Geschwafel hören will. Ja, deswegen gebe ich mir auch so ein bisschen Mühe, ein bisschen abseits was zu erzählen. Oder man schaut halt in die Videos rein, weil man einfach irgendwas sucht, irgendwelche Tipps oder Tricks braucht. Oder wissen will, wie, weil was muss ich alles machen, um die 100% hier zusammenzukratzen. Ja. Aber ansonsten sehe ich hier tatsächlich eigentlich keinen Grund, jetzt sich diese Videos zu geben. Die haben halt jetzt nicht so viel Unterhaltungswert. Nichtsdestotrotz, ja, ihr kennt mich. Ich bin dort an der Stelle unter anderem halt auch Perfektionist. Ich muss das für mich abgeschlossen haben. Ansonsten bin ich am Ende nicht zufrieden. Deswegen mache ich auch so viele Projekte zu 100%. Ja, wenn ich irgendwas halt nicht zu 100% abschließe, dann bin ich grundsätzlich schon so ein bisschen unzufrieden. Ich war auch, es tat mir auch damals in der Seele weh. So ein Stück weit. Dass ich Assassin's Creed Origins nicht zu 100% gespielt habe. Aber wer Assassin's Creed zu 100% spielt, also so vor allem die neueren Spiele, Origins, Odyssey, der hat einfach kein Leben. Der hat einfach kein Leben. Also, was du dort alles investieren musst an Zeit, um das zu 100% zu spielen, das ist sensationell. Das, also, vor allem die Origins-Karte war ja schon riesengroß.
Und dann war das immer dasselbe. Du hast eigentlich wirklich in dem Spiel 24/7 nur Wüste gesehen. Hier war mal eine Oase mit einer kleinen Stadt, da war mal eine kleine Stadt und so weiter und so fort. Also es war nur Wüste und immer wieder diese gleichen Dinge. Du hattest irgendwelche Gegnerlager, die du ausräumen konntest. Und die Missionen waren auch immer die gleichen. Und es ging dann irgendwann auch so hart auf den Sack. Und dann war ich schon bei 109 Parts. Und dann habe ich mir gedacht, so. Beziehungsweise ich war dann schon bei 100 Parts. Am Ende waren es 109. Und dann hatte ich mir gedacht, okay. Nee, also das sind noch. Also vor allem, es waren halt noch sehr, sehr viele Gebiete übrig, die ich hätte abschließen können, müssen, dürfen. Und dann habe ich mir gedacht. Wenn du das jetzt so weitermachst, dann bist du am Ende bei 200 Folgen, 30 Minuten. Oh, du hast keinen Bock mehr, die Leute haben mit Sicherheit auch schon keinen Bock mehr, die Aufrufe sind auch schon richtig nah unten gegangen. Also was heißt richtig nah unten gegangen? Vergleichsweise sind es halt allgemein nicht so viele Aufrufe bei mir, bei den Videos, aber die sind halt noch mehr in den Keller gegangen. Ja, auch so, was die Bewertungen anging. Und ich hatte dann auch wirklich keinen Bock mehr, mir das alles noch anzugucken zu 100%. Es war halt wirklich bei jedem Gebiet die gleiche Scheiße und dann habe ich mir gedacht, komm, du machst noch die Story zu Ende und dann ist Feierabend und dann fasst du das Spiel nie wieder an, weil nee, das muss wirklich nicht sein. Das muss wirklich nicht sein. Ja, und deswegen Assassin's Creed Origins zum Beispiel halt eines der Spiele, was ich nicht zu 100% abgeschlossen habe. Eines der wenigen Spiele tatsächlich auch. Ja, und damit haben wir aber jetzt auch alles abgeschlossen hier gleich in Lego City Undercover. Hier auf dem Flughafen. Den Flughafen zu 100% gesnackt. Und damit war es quasi für die heutige Folge. Schaltet dann gern beim nächsten Mal ein, wenn wir, glaube ich, weitermachen im Nobelviertel. Dort dann bei dem Museum. Unter anderem, also wo auch das Museum ist. Ich glaube, es ist Nobelviertel oder Uptown könnte es auch heißen, ja. Für heute war es. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann seid gern das nächste Mal wieder dabei. Hier zu Lego City Undercover. Bis dahin. Macht's gut.